Es geschah an einem Januartag 2012 in einem Eifeldorf. Schüsse fallen, als zwei Freunde sich in einer Autowerkstatt streiten. Der eine ist tot, der andere plötzlich ein Mörder. Alles verloren. Im Bruchteil einer Sekunde mein Leben verloren und er hat sein Leben verloren. Aber statt die Polizei zu rufen, vertuscht er die Tat. Und viele helfen ihm dabei. Die eine reinigt den Tatort, der nächste zerlegt die Waffe, andere verstecken die Leiche. Die haben doch auch die Leiche zusammen auf diesen Anhänger gepackt. Zwei Wochen lang wird das Opfer im Dorf versteckt und nicht entdeckt. Bis zu dem Tag, an dem der Täter seine Ladung zur Mülldeponie bringt. Beim Abladen des Mülls mit einem riesengroßen Bagger kam dann auf einmal das Bein zum Vorschein des Getöteten. Das ist schon interessant. Also, dass Leute aus ihrer Mitte mal eben einem Mörder helfen, Spuren zu beseitigen. Das Autohaus in Sötenich bei Kall. Die Schwester des Täters will uns den Tatort zeigen. Zum Zeitpunkt des Mordes war sie in einem langen Urlaub. Also, das weiß ich ja nur von der Spurensicherung. Vorher wusste ich das ja auch nicht. So, ich gehe jetzt mal vor. Achtung, das ist lebensgefährlich. Laut der Spurensicherung hat mein Bruder hier gestanden, mit dem Gewehr in die Richtung gezielt. Und der Tote stand auf der Treppe. Der muss, also laut der Spurensicherung, so gestanden haben. Der Schuss ist hier reingegangen und irgendwo wieder raus, keine Ahnung. Ist dann die Treppe hochgelaufen. Ist dann irgendwie bis hierhin gekommen, hier hinfallen. Und der Kopf muss hier über der Grube gelegen haben. Kurz danach kommt der angestellte Mechaniker aus der Mittagspause zurück ans Werkstatttor. Ich kam hier an und habe ich Ralf drin gesehen. Habe ich an die Tür gerappelt. Die Tür war verschlossen. Sagte, er könnte mir nicht aufmachen. Habe jetzt keinen Schlüssel dabei fürs Tor. Ja, und es kam eine rote Flüssigkeit unten am Tor raus. Sah aus wie kühler Frostschutz. Ich sagte noch, hast du Sauerei gemacht? Was wäre gewesen, wenn das Tor offen gewesen wäre und du wärst dazugekommen? Will ich gar nicht drüber nachdenken. Weil, wie man sich dann entschieden hätte, ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich wäre man nachher noch Mittäter gewesen, hätte ihm noch geholfen. Sötenich, die Familie Schießberg und ihr Dienst am Auto. Das gehört schon lange zusammen. Hier wird gearbeitet, gefeiert, gewohnt. Doch irgendwann schmeißt der Vater seinen Sohn Ralf aus der Firma. Die gehört jetzt alleine der Tochter. Ellen rekonstruiert weiter. Fest steht, dass es einen zweiten Schuss gibt, obwohl das Opfer bereits tot ist. Also mein Papa kam vom Mittagessen bei meiner Tante, hat die Tür aufgemacht, ist hier durchgegangen. Und die Tür ist dann geknallt. Da hat mein Bruder sich so erschrocken angeblich, dass er den zweiten Schuss gemacht hat. Mehr weiß ich nicht. Das ist die Version. Was ist für dich die wahrscheinlichste Version? Ich habe so viele Varianten in meinem Kopf durchgespielt, dass ich dir nicht mehr sagen kann, was ich glaube. Ich glaube, dass der dass mein Bruder zweimal erschossen hat, wieso, weshalb, warum auch immer, weiß ich nicht. Ich glaube weder mein Bruder da hundertprozentig noch mein Papa. Dieter Schießberg, der Vater. Eifelbewohner durch und durch. Er angelt viel und redet wenig. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich will ihm ja nicht wehtun.
Wie kommt denn die Ellen klar jetzt im Moment? Wir haben sie einfach keine Auskunft. Mein Papa redet nicht darüber. Kein bisschen, mit mir auch nicht. Und das ist ein ganz beschissenes Gefühl. Wenn man seiner Familie nicht vertrauen kann. Hm? 2 Jahre sind vergangen, Ellen, und ihr konntet nicht darüber reden. Ich habe es 100 Mal probiert. Ne? 100 Mal. Und mehr? Was will ich machen? Ich kann ja keine Gehirnwäsche mit ihm machen oder ihn zwingen, mehr dazu sagen. Ne? Also der Vater von dem Herrn Schießberger, der hat wohl meinen Bruder nicht gemocht, weil er gehört hat, ja, ist ein Zigeuner, ne? So was ist hier im Dorf tabu, kommt uns nicht hier rein. Der war ja von Anfang an gegen meinen Bruder. Johann P. gehört zu den Jenischen, ein ursprünglich fahrendes Volk, das sich auch in der Eifel niederließ, aber von vielen argwöhnisch beäugt wurde. Johann wird als Kind, wie seine Schwester, im großen Familienclan herumgereicht. Gewalt und Gesetzlosigkeit waren Alltag. Versuchen Sie ihn mal zu beschreiben als Menschen. Er ist ein guter Mensch. Er war auch ein Mensch, er wollte nie alleine sein. Er wollte immer Menschen um sich herum haben. Ich meine, wenn man nicht bei den Eltern aufwächst, dann ist es nicht so toll, ne? Wenn man da mal da ist, mal da ist. Und ich denke, das hat auch alles viel an der Kindheit gelegen hat. Konnte er aber auch zum Beispiel wütend werden? Ja, konnte er auch. War halt auch kein Unschutzengel, ne? So sind wir alle nicht. Aber naja, ich meine, hatte trotzdem kein Mensch das Recht, egal was er jetzt vorher gemacht hat und wie er als Mensch war, da hat kein Mensch das Recht gehabt, den jetzt so hinzurichten. Der zweite Schuss ist ein aufgesetzter Genickschuss. Später ruft der Täter nicht die Polizei, sondern bittet seine Ehefrau, die Werkstatt sauber zu machen. Sie möchte nicht mehr als Frau des Mörders erkannt werden und erzählt nur in Anwesenheit ihres Anwalts von der Vertuschung. Sag mal, ich kann das nicht. Ich kann jetzt nicht in den Keller gehen. Du musst. Ja. Und dann sind wir dann auch in den Keller. Aber ein Glück. Ich hab nichts gesehen, also da war schon bedeckt. Ja, und dann sind wir dann rüber und haben dann geputzt. Die Ehefrau verständigt eine Bekannte, die als Reinigungskraft arbeitet. Später wird dieser wegen Strafvereitelung zu 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die beiden säubern den Tatort so gründlich, dass keine sichtbaren Spuren bleiben. Ich kann mich gar nicht fragen, das war ein Albtraum. Ich weiß nicht, was in unseren Köpfen vorgegangen ist. Warum haben Sie mitgeholfen? Ich habe meinen Mann geliebt. Ne? Und ich hätte alles mit ihm getan. Ne? Es war ein lieber Mensch. Also wirklich ein lieber Mensch, also der hätte sein letztes Hemd abgegeben, ne? Also doch. Ja, wann begann sich das zu wandeln, als er den kennengelernt hat. Da fing das an, wo er sich verändert hatte. Er hat mir auch nie irgendwie was erzählt, ne? So was ist oder ob er Geldprobleme hätte oder nichts. Dann gar nichts. Das Haus von Ralf Schießberg, dem Täter, ist mittlerweile verkauft. Die Nachbarn vermissen ihn. Der kam bei uns an das Küchenfenster. Boah, hier riecht es gut.
Malise war bis am Machen. Frikadelle. Kriech zwei, drei. Küchenfenster raus, weg damit. Da war hier eine Familie. Wenn wir was hatten, seid an den Autos oder am Motorrad. Die kam rüber, nahm sich das Ding mit in die Werkstatt. Da wurde das repariert. Alfred Christe, Kommission, Nachbarschaftshilfe. Es wurde dann was gegeben. Das ist klar. Umsonst der Tod, sagen wir so. Ne? Aber so was. Der ist dazu getrieben worden. Der ist dazu getrieben worden. Von diesem Schrottfretzen, sagen wir hier in der Eifel. Also genau so hat er ausgesehen zum Schluss, ne? Wie jetzt hier auf dem Video. Er war auf jeden Fall sehr verrückt nach den Kindern, ne? War mit meinen Kindern total liebevoll. Die sind halt immer zusammen schrotten gefahren, also mein Bruder mit dem Herr Schießberger, ne? Und wie die miteinander umgegangen sind, die zwei. So wie man sich gute Freunde vorstellt, also schon so beste Freunde vorstellt. Miteinander. Ja, haben sich öfters in den Arm geholt. Das war schon kumpelhaft, ne? Immer, die waren ja auch immer am Lachen, die zwei. Ralfs Vater nimmt diese Freundschaft ganz anders wahr. Sein Sohn sei auf einmal so bedrückt und habe Geldsorgen. Seitdem der mit dem Vogel zusammen war, war dann nicht mehr Ralf, wie er war. Ich hab dem immer gesagt, schmeiß diesen Kerl raus. Schmeiß ihn raus. Wissen Sie, wenn mich einer beklaut oder so, ne? Mit dem Schrott, den sie da geklaut hat, das kann ich nicht haben. So bin ich nicht erzogen worden, so sind auch die nicht erzogen worden. War da so eine Abhängigkeit? Ja, das vermute ich. Er muss wohl bald so sein, als wenn er im Hörig gewesen wäre. Ich erinnere mich, als ich ihn kennengelernt habe und er über den Getöteten gesprochen hat, da hat er geweint, geheult. So wie ich das kenne, aus einer Vielzahl von Verfahren vor den Gerichten, Schwurgerichten, wenn ein Mann seine Frau umgebracht hat oder umgekehrt. Die Reue, dieses Verbundenbleiben, die Tränen, die dann kommen, genau so wirkte der Mandant auch auf mich. Ich weiß ja nicht, was jetzt da genau los war zwischen denen. Das kann ich ja jetzt nicht genau sagen, ne? Ob wie er das geschildert hat. Er hat sich bedroht gefühlt oder da ging es um Geld. Das weiß man ja halt nicht hundertprozentig, ne? Ist es für Sie vorstellbar, dass es um Geld ging? Hatte Ihr Bruder Geldnöte? Ja, schon oft. Im Urteil steht, dass Johann P. seinem Freund am Ende 30.000 Euro schuldet. Ralf Schießberg muss sich Geld leihen. Beide Freunde geraten unter Druck. Johann wird immer gewalttätiger. Er droht, schlägt. So steht es im Urteil. Das Gericht geht davon aus, dass sich beide ergänzt haben. Komplementär. Und das ist eigentlich der Nährboden für solche Straftaten, wenn zwei unpassende Menschen zusammenkommen. Der Täter sitzt im Gefängnis, lebenslänglich. Er meint, es war Notwehr. Das Gericht urteilt Mord, vor allem wegen des aufgesetzten zweiten Schusses. Jeden Tag denkt Ralf Schießberg über diese fatale Beziehung nach. Ja, ich habe also eine Seite habe ich an ihm gehangen. Auf der anderen Seite hat mich zwar sein stellenweise soziales oder asoziales Verhalten abgestoßen, aber ich hatte die Hoffnung oder den Glauben daran, ihn irgendwie ändern zu können, weil er hat ja auch gute Seiten. Also er war wirklich auf der einen Seite ein herzensguter Mensch. Eine Person quasi wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Johann P. war vorbestraft wegen Diebstahls und Körperverletzung. Am Tag der Tat streiten die Freunde im Werkstattkeller
Wieder geht es um Schrott und Geld. Ralf sagt, Johann habe ihn mit einer Antriebswelle bedroht. Das geladene Jagdgewehr des Vaters liegt im Regal. Noch so eine merkwürdige Sache, die Ellen Schießberg nicht versteht. Sie zeigt uns den Ablageplatz der Leiche. Dann muss der Tote irgendwie mit weiß ich was abgedeckt, ich habe keine Ahnung, Plan, fragt mich nicht, entweder an dem oder an dem Tank gelegen haben. Wie lang ungefähr? Eine Woche? Eine Woche. Das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, also ich gehe davon aus, dass das einer hätte merken müssen. Aber mein Papa hat doch keinen Keller gelassen. Und das muss er auch gerochen haben, denke ich mir. Stelle ich mir auf jeden Fall so vor. Die Familie des Opfers wird unruhig, weil Johann verschwunden ist. Wir haben da irgendwie was gespürt. Den ersten Tag hat man noch ein bisschen Hoffnung gehabt, zweiten Tag, dritten Tag nicht mehr. Da wusste ich schon, der lebt nicht mehr. Der Familienclan rückt in Sötenich an, nicht nur mit Suchplakaten. War der Horror hoch 3, also die kamen, ich weiß nicht, wie viele Autos da an, das war schon gar nicht mehr lustig, also ich hatte wirklich richtig Angst. Die waren drauf, also ich vermute schon, dass die uns was angetan hätten. Und dann haben wir dann gesagt, ja, wir wollen aber gerne, dass die Garage aufgemacht wird. So, und dann hat der Schießberger den Schlüssel angeblich nicht gehabt von der Werkstatt. Da hat er gesagt, ja, wir gehen jetzt erstmal da und dahin. Und bis dahin ist der Schlüssel dann auch da. Und in der Zeit hatten sie ja genug Zeit gehabt, um dann noch alles ein bisschen Strom abzuklemmen, für da ein paar Planen draufzuschmeißen, wie sie das halt alles da angestellt haben. Ne? Ja, dann ist dann der Ralf mit denen auf Suche gegangen. Ne? Ja. Ich hatte Angst. Ich vermute schon, da wären alle tot gewesen, also wenn sie den gefunden hätten. Da ist mein Cousin und mein Schwager in den Keller runter. Und ich habe dann noch gesagt, Ralf, warum geht das Licht denn hier nicht? Ja, das geht nicht, das Licht. Sag ich, dann guck, dass das Licht hier funktioniert. Wenn es hell gewesen wäre, hätten sie vielleicht schon direkt wären sie auf ihn zugelaufen. Dann hat der Schießberger Polizei angerufen. Die Polizei ist auch gekommen und hat dann Platzverweise erteilt, den die aber der Polizei auch gesagt haben, da ist eine Leiche im Keller, nämlich der verschwundene Johann. Darauf ist die Polizei überhaupt nicht eingegangen. Also man hat da schon den Eindruck so einer Zweiklassenermittlung. Die haben natürlich niemals damit gerechnet, dass der Herr Schießberg jemanden umbringt und die Leiche im Keller liegt. Während, wenn es jetzt umgekehrt quasi im Raum gestanden hätte, hätte jeder gesagt, auch bei den die sind sowieso immer so ein Stückchen neben der Legalität oder kratzen mal so an der Grauzone rum. Da hätte das jeder für möglich gehalten und da wäre überprüft worden. Auch der Vater hilft dem Sohn nach der Tat. Wie genau, ist ungeklärt. Als nahe Angehöriger muss er vor Gericht nicht aussagen. Haben Sie sich jetzt an den Zustand so ein bisschen gewöhnt, dass er nicht da ist? Da kann man sich nicht dran gewöhnen. Da kann man sich nie dran gewöhnen. Guck mal, Fritz. Schupp. Kannst du wieder in Frieden und Freiheit leben. Denken Sie noch viel drüber nach? Hat sich das ein bisschen gelegt? Jeden Tag. Besonders, wenn man abends alleine sitzt. Das heißt, jetzt haben Sie ihn dann länger auch nicht besucht, ne? Wenn Sie jetzt so nee. Lang... Ich konnte ja nicht. Ich war ja mit 12 Tage im Krankenhaus und bin dann direkt 3 Wochen in die Reha gekommen. Was da für kranke Leute rumlaufen? Nee, da habe ich gesagt, dir fehlt ja nichts. Du bist gesund, du machst 3 Wochen Urlaub hier.
Und jetzt habe ich es ja mitgebracht. Selbstverständlich ist er mit der Situation völlig überfordert gewesen. Genau wie ich selber auch völlig überfordert gewesen bin. Haben Sie geredet? Ich kann nicht sagen, ob ich mit ihm gesprochen habe, was ich mit ihm besprochen habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie würden Sie denn das Verhältnis zu Ihrem Vater überhaupt beschreiben? Nicht gut. Freundlich umschrieben. Mein Bruder hat versucht, ihm gerecht zu werden, was viel zu schwierig war. Er war auch lieb und nett und da, aber er war auch sehr dominant. Der hat immer Ansprüche gehabt, die wir nicht erfüllen konnten. Es war einfach zu viel, zu hoch. So etwas kann ein Kind nicht erfüllen. Der Verstorbene hatte genau die gleiche Art, hat mein Vater auch. Die kenne ich seit Kindesbeinen. Für mich ist das nichts Neues. So, wahrscheinlich hat mich auch genau das davon abgehalten, darüber abzuschrecken oder ihn fallen zu lassen. Weil sie ihm nicht fremd war. Richtig. Essen bringen Gefangene hier jedem auf die Zelle. Unter der Woche arbeitet Ralf Schießberg in der Gefängnisschlosserei. Übers Wochenende bleibt er alleine in seinem Haftraum eingesperrt. Es vergeht keinen einzigen Tag, wo ich nicht drüber nachdenke und keine einzige Nacht, wo ich keinen Albtraum von diesem Vorfall habe. Können Sie das beschreiben, was Ihnen da durch den Kopf geht? Ja, wie es so weit kommen konnte, was überhaupt passiert ist, warum das so passiert ist. Dann sehe ich diese Bilder in meinem Kopf mit diesem Verstorbenen, dieses ganze Blut. Wie hat er es nur geschafft, unbescholtene Menschen davon zu überzeugen, einen Mord zu vertuschen? Ich habe einfach nur eine ganz normale Frage gestellt. Und diese Personen haben mir geholfen. So kurios es klingt. Zum Beispiel, wie könnte man das Gewehr loswerden? 2 Tage nach der Tat ist ein weiterer Bekannter zu mir gekommen. Dem habe ich dann in kurzen Worten die Sachlage geschildert. Und er meinte, Quatsch. Du spinnst. Er ist dann mit mir in die Werkstatt gegangen. Und er sagt, guck, ich erzähle dir keinen Scheiß. Ja, ist nicht schlimm. Gib mir die Waffe, ich entsorge die Waffe für dich. Und so schreitet der Bekannte von Ralf Schießberg entschlossen zur Entsorgung. Er zerlegt das Gewehr mit einer Flex und versenkt die Teile im Ruhrsee. Sie werden nie gefunden. Werner M. bekommt 10 Monate auf Bewährung. Und es geht weiter. Ich habe mir den Anhänger besorgt. Dann haben wir diesen Leichnam oder diesen Verstorbenen in eine Folie eingewickelt und haben diesen auf diesen Anhänger gelegt. Und dann habe ich den Anhänger ans Auto gehangen und habe dann erstmal diesen Anhänger bei meiner Schwester oben aufs Grundstück gestellt. Die war ja in Urlaub. So, und dann habe ich mir mitten in der Nacht gedacht, das ist totaler Schwachsinn, da steht ein Anhänger bei meiner Schwester, die ist nicht da. Daraufhin habe ich den danach nach Kall an den Parkplatz vom Schwimmbad gestellt. Dort steht die Leiche wieder ein paar Tage. Doch der marodierende Anhänger ist auf Dauer keine Lösung. Ralf Schießberg sucht nach einem sicheren Versteck und einem weiteren Helfer. Ich war noch bei einem Bekannten von mir und habe dem im Groben geschildert, was ist. Und ich wüsste mir keinen Rat. Wie hat er denn jetzt zum Beispiel darauf reagiert? Also da sagt jemand, ich habe jemanden umgebracht und ich brauche deine Hilfe. Wie hat denn der da reagiert? Wie hat der reagiert? Zuerst hat er mich ungläubig angeschaut und hat gesagt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Nachdem er aber registriert hat, dass ich das ernst meine, hat er mir halt seine Hilfe angeboten. Ich habe ihn nicht um Hilfe gefragt, sondern er hat gesagt, alles klar, dann wir finden schon eine Lösung. Und hat mir dann angeboten, dass ich den Anhänger in eine Garage bei ihm auf dem Grundstück stellen könnte. Der nächste Mitwisser ist Fachmann für Landmaschinen. Die versprochene Garage gehört ihm nicht, aber das Grundstück. Strafvereitelung, 80 Tagessätze. Ja, der hat mich dann irgendwann mal kontaktiert und hat gesagt, der Besitzer der Garage würde jetzt wiederkommen.
zum Wochenendurlaub oder montags wäre er wieder da, ich weiß es nicht mehr. Und bis dahin müsste der Anhänger da raus. Ja, dann bin ich sonntagsabends dahin gefahren, habe den Anhänger aus der Garage geholt. Aber vorher war mein Vater gefragt, ob er wüsste, wo ich was entsorgen könnte. Ja. Er hat einen Bekannten, der arbeitet auf einer Deponie. Da könnte ich was entsorgen. Der Bekannte auf der Mülldeponie beendet nach 13 Tagen diese unglaubliche Mordgeschichte. Als ein Bein aus dem Müllberg ragt, ruft er zuerst Ralf Schießberg an, er solle seinen Scheiß wieder abholen. Und wenig später dann doch die Polizei. War ihm klar, dass sie diese Menschen, die ihm geholfen haben, dadurch, dass sie sie gefragt haben, sie auch in einen ziemlichen Konflikt gestürzt haben? Das war mir nicht bewusst. Und wenn es mir bewusst gewesen wäre, hätte ich auch niemals andere Leute mit ins Boot gezogen oder mit involviert. Ich habe einfach nur eine ganz normale Frage gestellt. Und diese Personen haben mir geholfen. Jo. Wenn mir dann einer erzählt, die Eifel hilft sich gegenseitig untereinander, dann sind damit andere Sachen gemeint. Was weiß ich, ne? Komm, ich baue mal gerade dat und dat und hilfst mir Steine schleppen. So was ist da gemeint. Aber doch nicht, komm, ich entsorge dir ein Wehr und ich helfe dir putzen und ich helfe dir die Eifel auf den Hänger zu transportieren. Und das Autohaus verkauft kaum noch Autos. Der Werkstattbetrieb kommt nur langsam in Gang. Man kann sich decken im Dorf, man kann aber auch Menschen ausschließen. Ellen Schießberg allerdings kann ein reines Gewissen haben. Ich kam aus Sri Lanka zurück, war komplett übermüdet und dann stand um 11:30 die Kripo hier. Dann ihr Bruder wurde unter dem Verdacht, eine Leiche auf der Mülldeponie, frag mich nicht wo, entsorgt zu haben. Die haben nicht gesagt, entsorgt irgendwie, weiß ich nicht, festgenommen. Und ich hab nur gedacht, die spinnen doch, das kann niemals sein. Der Mechaniker Stefan weiß ebenfalls nichts von dem Mord. Zunächst denkt er auch nicht an die rote Flüssigkeit, die durchs Werkstatttor floss. Hab das gar nicht für ernst genommen erstmal. Bis dann wirklich plötzlich die Kripo da kam, alles untersucht hat, Spuren aufgenommen, kam mit Hunden. Dann habe ich gemerkt, dass die Hunde hinten an der Bühne anschlagen, genau da, wo er gewischt hatte. Ja, daraufhin bin ich zu Ellen gegangen, habe sie mit nach draußen genommen, weiter weg. Ich habe gesagt, hör mal, nicht, dass da wirklich was dran ist, weil vor 14 Tagen war es so und so. Hab der Polizei erstmal gar nichts gesagt, sondern erstmal Ellen informiert, was ich da vor 14 Tagen gesehen hatte. Ja, und dann sagte sie, hast du das der Polizei gesagt? Ich sagte, nee, damit reite ich Ralf doch in die Scheiße rein. Ne? Dann sagte sie, doch, sag denen alles, was du gesehen hast. Sind wir da rein. Ja, und die Kommissarin hat mich dann zu der Sache mal erstmal vernommen. Habe ich ihr erzählt, was ich da gesehen hatte. Auf dem Dorf hilft man sich auch anscheinend, ne? Ja, die engen Freunde helfen sich halt, ne? Untereinander dann. So ein kleines bisschen Verständnis haben sie dafür, ne? Ja. Weil ich nicht genau weiß, was Ralf dazu getrieben hat. Und es muss schon ziemlich hart gewesen sein, wenn er so unter Druck stand. Daher habe ich auch Verständnis dafür, eventuell. Dass er einen Menschen umgebracht hat? Nein, dass er sich zur Wehr gesetzt hat. Aber gerade so natürlich schon extrem. Also im Nachhinein denke ich mir, dass der Ralf Angst hatte. Angst, ihm zu sagen, pass auf, wir machen das nicht mehr mit. Hat er Ihnen da auch öfter mal sein Herz geöffnet? Ralf? Ja. Hätte er es mal getan. Ich wäre echt froh gewesen, wenn er es mal gemacht hätte. Ne? Dann wären die Sachen bestimmt nicht passiert. Mein tiefstes Inneres habe ich so gut wie keinem Menschen mitgeteilt. Nein.
Warum? Weil ich nicht der Mensch bin, der andere mit seinen Sachen belästigt oder belästigen möchte. Ich bin es eigentlich gewohnt oder von Kindesbein an gewohnt, für mich selbst zu sorgen und für mich selber klarkommen zu müssen. Er gibt ja noch nicht auf zu kämpfen, ne? Nee, das ist auch gut so. Habe ich auch nie im Leben gemacht. Ich habe ja auch weiter gekämpft, bis er den Fisch hatte, ne? Ja, das ist auch ein Kampf. Wäre das für Sie jemals in Frage gekommen, wegzuziehen aus Sötenich? Ich bin hier alt eingesessen. Ich war nie länger weg aus dem Kaff. Und ich fühle mich hier verwurzelt. Früher war die Dorfgemeinschaft schön. Heute ist ja mehr oder weniger der eine dem anderen sein Teufel. Ne? Und der eine jüngt dem anderen nichts. Ist halt so. Autohaus Schießberg, Ellen Schießberg, guten Tag. Im ersten Jahr hatte ich 75% Umsatzeinbußen. Das ist eine Riesenkatastrophe. Es gibt doch viele Leute, die denken, wir hätten zu, ne? Es läuft langsam wieder an. Am Anfang sind wir auch ganz, ganz komisch angeguckt worden. Bei mir ging das noch, ne? Und ich bin ein sehr direkter Mensch, also ist das Beste in meinen Augen, wenn du auf die Leute zugehst und die fragst, was sie haben. Ne? Hat mein Papa aber nicht gemacht. Denkst du da beim Schrauben manchmal drüber nach, was hier so passiert ist? Ja, hin und wieder. Wenn man gerade an der Grube arbeitet oder in der Grube arbeitet, ne? Ja, kann man durchaus verdrängen. Weil, gut, Ellen natürlich nicht so, ist ihr Bruder. Ich selber habe keine Geschwister. Weiß ja gar nicht, wie sie sich dabei fühlt. Man kann sich da gar nicht reinversetzen, ne? Wir sollten definitiv mal die Zündkerzen verdrängen. Weitermachen. Ringen um Normalität an einem Ort, wo eigentlich nichts mehr normal ist. Naja. Ich bin echt so, ich habe nichts gemacht und dementsprechend sehe ich auch nicht ein und hier abhauen muss. Eben. Man hat mit der Sache gar nichts zu tun, haben nichts gemacht. Das Problem ist halt nur, wir können es ausbaden, indem die Kundschaft ausbleibt. Ne? Ja, und so nach dem Motto, musste das ausgerechnet hier passieren. Ne? So, welche haben wir denn allein? Genau, das ist auch das, was, total, was mich richtig sauer macht, ey. Hm? Wieso macht der, mein dämlicher Bruder, das ausgerechnet hier? Ja, wieso überhaupt? Wieso überhaupt? Das ist auch klar, das ist nicht die Frage. Aber verdammt nochmal, wieso in meiner Werkstatt? Guck mal, Bosch. Ja, ich guck doch schon. Das Leben in Sötenich geht weiter. Ob in der Werkstatt oder bei den Nachbarn. Sie treffen sich und grillen. Jetzt ohne Ralf. Wie ist das denn so? Man fragt sich doch aber bestimmt als ein Freund vom Ralf, was wäre gewesen, wenn der mich gefragt hätte? Was hätte man gesagt? Kannst du mir helfen, die Waffe zu verrichten? Ja, nee, gut, also da gibt da mein Rechtsempfinden nichts her in der Richtung, dass ich da auch noch mit aufgeführt wäre, ne, in dieser Litanei von den ganzen Helfern. Also tut mir leid, da habe ich auch andere, ich meine, ich hätte da einen anderen eine, Umgang. Ich hätte da jetzt eine, ne? Antwort drauf. Oh. Ich hab ihn in Köln besucht. Ne? Hab mir eine Besuchserlaubnis beantragt und bin dann mit seinem Vater hin, hab ihn besucht. Ich sag, Rolf, was du gemacht hast, ist schlimm genug. Nur wie du es gemacht hast, das war Blödsinn. Ne? Der zweite Schuss. Hättest du am ersten Schuss die Polizei und den Notarzt gerufen, dann wärst du mit 10, 12 Jahren davon gekommen. Jetzt hast du Hängen im Schacht. Auch im Prozess tut Ralf Schießberg nicht viel für seine Entlastung. Statt zu erzählen, wie sehr er sich von Johann P. bedroht fühlte, sagt er nur, er war mein bester Freund. Sie sind als Mörder verurteilt worden. Ja. Und sagen aber, Sie sind kein Mörder. Meiner Meinung nach nicht. Weil ich nichts anderes getan habe, als mein eigenes Leben und das Leben meiner Familie zu schützen. Ja, der hätte besser mal den Mund richtig aufgemacht.
und hätte gesagt, was Sache ist. Was hätte er sagen sollen? Ja, was hätte er sagen sollen? Die Wahrheit von dem Vogel. Von der ganzen Sippe. Rechtfertigt ja aber nicht, dass man jemanden umbringt, ne? Dazu äußere ich mich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich wusste ja, dass der Vogel da unten lag. Hm? Tut mir leid, ich kann den einfach nicht als so betiteln. Das ist für mich ist einfach so. Ich mochte nicht mal noch heute noch nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Fühlte sich Ralf Schießberg zwischen dem dominanten Vater und dem dominanten Freund gefangen? Noch einmal zurück zur Situation vor dem zweiten Schuss. In diesem Augenblick höre ich dieses Knallen von dieser Feuerschutztüre. Und mein Vater kommt rein. Und sieht mich. Und fährt mich direkt an, was hast du getan? Und in dem Augenblick kam ich mir so verloren, ausgestoßen, total einsam, unendlich einsam vor. Und keine Ahnung. Für den Vater war Herr Schießberg ein Versager. Und jetzt hat er gezeigt, dass er in der Lage ist, sich aus solchen fatalen Verhältnissen zu lösen. Aus meiner Sicht, nach meinem Erleben, war dieses Abhängigkeitsverhältnis, das Herr Schießberg zu Herrn entwickelt hat, für ihn am Schluss äußerst beschämend und demütigend, auch in Bezug auf seine Verwandten, die das ja gesehen haben. Er hat das auch so beschrieben, dass er sich so gefühlt hat. Und irgendwie hätte es nahegelegen zu untersuchen, ob der zweite Schuss nicht lediglich eine Demonstration dem Vater gegenüber war, dass er jetzt erwachsen ist und den Toten, den er vor sich hat, nun entsprechend nochmal mit einem Schuss versieht, einfach um dem Vater zu imponieren. Der Sohn im Gefängnis, er selbst im Dorf isoliert. Dieter Schießberg leidet unter beidem. Ab und zu besucht der Vater den Sohn. Über die Tat reden sie nicht. Ralfs Ehefrau hat die Scheidung eingereicht. Ich habe den Kontakt abgebrochen, weil ich möchte ein neues Leben. Ich möchte nochmal ganz von vorne anfangen. Er fühlt sich ziemlich im Stich gelassen. Mhm. Hätte mal einen Mund aufgemacht und was mehr gesagt, dann wäre das alles gar nicht passiert. Dann wären wir vielleicht heute noch zusammen glücklich. Wenn Ellen Schießberg nach Hause kommt, lässt sie sich fallen. Sie ist jetzt mit Stefan zusammen. Ein Halt in stürmischer Zeit. Jetzt riech meine Zigarette. Es macht Ellen sehr zu schaffen, dass sie Ralf verloren hat. Ich werde meinen Bruder auf keinen Fall hängen lassen. Nie in meinem Leben. Er ist mein kleiner, mein einziger Bruder. So. Jeder normale Mensch würde im Knast durchdrehen. Das ist kein Leben, das ist wirklich ein Sterben auf Raten, sagt er auch. Das tut mir höllisch weh. Ne? Ich hätte gerne für meinen Bruder alles gemacht. Nicht alles, aber ne? So familiär, so. Ich vermisse meinen Bruder. Und ich habe ihn vermisst, okay? Können Sie sich da reindenken in die Schwester des Täters, wie es der gehen mag? So als von Schwester zu Schwester sozusagen? Nee, weil der ihr Bruder lebt. Der sitzt nur in Haft. Und der Knast in Deutschland ist harmlos. Dem geht es gut da drin. Der ist am Leben, die kann ihr Bruder weitersehen. Deswegen kann ich mich jetzt, die sich nicht in mich versetzt und ich nicht in sie. Mein Bruder
Bruder hat schon eine große Rolle in der Familie gespielt. Und das war schon ein großen Verlust, wo man da hatte. Ich bin sehr eingeschränkt seitdem. Also, so, wie soll ich sagen, so mehr, also ich bin ängstlicher geworden und habe auch das Vertrauen, also so auf die Menschen so ein bisschen, also kein Vertrauen zu den Menschen mehr, ne? Das ist für die alles noch so am Schwimmen und nicht verarbeitet. Sie fragen immer weiter, machen sich Vorwürfe, überlegen, ob sie vielleicht eher hätten reagieren müssen, zum Beispiel als die Anrufe ausblieben. Wenn das Bein da auf der Müllhalde nicht zum Vorschein gekommen wäre, dann wäre die Leiche nie gefunden worden. Dann hätte man gedacht, die Angehörigen, die spinnen, stellen da wilde Behauptungen auf, werden von der Polizei, wird der Täter geschützt, werden nach Hause geschickt, kriegen einen Platzverweis. Und dann wäre da wahrscheinlich nie was draus geworden. Nun aber Knastalltag. Seine lebenslängliche Freiheitsstrafe will Ralf Schießberg nicht akzeptieren. Er hofft auf ein Wiederaufnahmeverfahren. Seine Version der Tat lautet, dass Johann P. ihn kurz vor dem ersten Schuss bedroht habe. Zu beweisen ist es nicht mehr. Das ist das, was mir diesen Alltag und diese Enge erleichtert. Rausgucken und hinten diese Fernen in diese Wälder, auf diese Felder. Das ist wie meine Heimat, wie in der Eifel sieht das ungefähr aus. Vermissen Sie die Werkstatt? Zweideutig. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite verdamme ich diese Werkstatt, weil in dieser Werkstatt dieser schreckliche Vorfall geschehen ist. Sie sagen immer Vorfall, ne? Was soll ich denn sonst sagen? Tat? Für mich ist das immer noch keine Tat. Ich habe nichts anderes gemacht, wie in diesem Augenblick mein Leben verteidigt. Hier können mir 100 Leute sagen oder können mir noch 1000 Richter sagen, das war ein Mord, in meinen Augen war es keiner. Und das ist nicht nur, weil Sie den Ding nicht ins Auge blicken wollen. Ich war ja wohl anwesend und weiß, was geschehen ist und was nicht geschehen ist. Wenn Sie heute an den Ralf Schießberg denken, wie ist das? Ich denke gar nicht über den nach. Ich will mir den auch nicht bildlich vorstellen, habe ich mal versucht. Den bild ich abends im Bett, wenn ich da liege und tu mir das bildlich vorstellen. Aber damit mache ich mich nur selbst verrückt. Drüber besser gar nicht drüber nachzudenken. Weil das ist in dem Fall hier überhaupt nicht gut, drüber nachzudenken. Manche sind nach dem Mord hier weggezogen. Die Ehefrau von Ralf Schießberg hat einen neuen Namen angenommen und schaut nur von fern auf Sötenich. Eine kleine Gemeinschaft hat sich geholfen. Wohl auch, weil das Opfer ganz außerhalb dieser Gemeinschaft stand.